Verehrte Zuschauer, Edgar Wallace und Agatha Christie, diese beiden Großen des gepflegten englischen Detektiv- und Kriminalromans, werden Sie am morgigen Pfingstsonntag den ganzen Abend in Atem halten. Zunächst versuchen wir um 20.15 Uhr das Geheimnis von Lismore Castle an der Westküste Schottlands zu lüften. Dieses altehrwürdige Gemäuer, das Edgar Wallace von einem Besuch im Jahre 1928 aus eigener Anschauung kannte, ist Schauplatz äußerst geheimnisvoller und bedrohlicher Vorgänge, in die der alte Schlossherr, seine junge Frau und ihr Jugendfreund verwickelt werden. Oh, Mrs. Cliff! Riefle, um Gottes Willen, was ist denn passiert? Die Bohlen am Steg sind durchgebrochen. Du hast doch gesagt, ich soll ihn begleiten. Oh Gott, was ist denn mit Sir Ralph? Ich weiß es nicht. Er ist wohl tot. Bist du tot? Verletzt? Lehn, hol den Arzt, tun Sie irgendwas. Ja, Sir. Komm, ich bring dich nach oben. Rühr mich nicht an, lass mich in Ruhe. Hier liegt ein toter Mann und es ist dir vollkommen egal. Aber wo ich stehe, passiert irgendein Unglück. Ich halte es nicht mehr aus. Langsam glaube ich wirklich, in diesem Haus ist ein Mörder, der sein Opfer sucht. Es ist verständlich, dass Anita mit den Nerven runter ist, bei all dem, was hier so passiert. Und es passiert noch viel mehr in diesen ganz und gar nicht heiligen Hallen, in denen unter anderem Karl-Heinz Schroth, Christian Wolff, Hans Klarin und das bedauernswerte Nervenbündel Vera Tschechowa hilflos oder eiskalt berechnend umhergeistern. Aus dem kühlen und düsteren Norden geht's dann am Pfingstsonntag um 21.55 Uhr in den